Windows Phone 7 und die kommende Version Windows 8, Codename, sind natürlich Teil einer Plattform und haben natürlich auch viele gemeinsame Technologien. Alles, was .NET basiert ist, ganz, ganz wichtig natürlich HTML5-Geschichten, die mit Windows Phone Mango jetzt im Browser auch unterstützt werden, werden natürlich auch eine sehr, sehr starke Rolle spielen unter Windows künftig. Und natürlich ist es so, dass wir auch das Metro-Design, was wir zum Beispiel bei Windows Phone 7 angefangen haben, auch adaptieren werden für touchbasierte Geräte unter Windows nächste Version, Codename 8, was zum Beispiel Live-Tiles betrifft oder ähnliche Dinge. Die werden dann vom Design her ähnlich aufgezogen sein, um eine ähnliche User-Experience zu bieten. Das ist ja schon angekündigt worden. Also Windows 8 bringt eigentlich zwei wichtige Neuigkeiten mit. Erstens, es wird unter ARM-basierten Chipsätzen laufen, was eine ganz neue Klasse von Hardware möglich macht, auf denen das eingesetzt werden kann. Und zum Zweiten ist es eben auch für die Fingerbedienung optimiert, was die ersten Videos schon gezeigt haben, die wir in die Öffentlichkeit gestellt haben, wo es also eine gute Brücke geben wird zwischen der klassischen PC-Funktionalität und den neuen touchbasierten Funktionalitäten. Also es wird sowohl x86 als auch ARM-Prozessoren unterstützt. Richtig, genau. Mhm. Mango ist das große Update, was im Herbst kommt für Windows Phone 7. Was eigentlich Verbesserungen in drei Hauptbereichen bringt. Das eine ist das Thema Kommunikation, wo wir viele neue Funktionalitäten im People Hub zum Beispiel bringen. Das ist ja die zentrale Schaltstelle quasi, wo alles stattfindet, was mit den Menschen zu tun hat, mit denen ich in Kontakt bin. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeiten, Gruppen anzulegen von Kontakten und diese auch auf die Startseite zu pinnen. Wir binden neue Netzwerke wie Twitter und LinkedIn ein. Es gibt neue Möglichkeiten der Kommunikation, das heißt, unsere Nachrichten-App wird quasi aufgebohrt von SMS und MMS hin auch zu Facebook-Chat oder Windows Live Messenger. Das heißt, ich habe verschiedene Messaging-Kanäle, zwischen denen ich nahtlos wechseln kann. Wir haben auch neue Geschichten im Zusammenhang mit der E-Mail-Kommunikation. Die Outlook-Applikation ist verbessert worden, bietet mehr Möglichkeiten, schneller, einfacher, übersichtlicher zu arbeiten. Das sind so die Dinge rund um das Thema Kommunikation. Zweiter wichtiger Punkt betrifft das Thema Web. Da gibt es eigentlich zwei Hauptschwerpunkte. Das eine ist der Browser. Der Browser wird aktualisiert auf den IE9 für Windows Phone. Das heißt, es ist eine Portierung des Desktop IE9 auf das Telefon unter Erhaltung der Markup-Kompatibilität, unter Unterstützung von HTML5 natürlich. Und auch mit eingebauter Grafikbeschleunigung. Das heißt, alles, was da kreucht und fleucht im Browser, wird auch sehr, sehr performant sein. Der zweite Aspekt zum Thema Web betrifft die Suche. Wir haben eine dedizierte Bing-Applikation in Windows Phone. Die wird erweitert werden um Funktionalitäten rund um die Sensorik, die das Telefon hat. Beispielsweise kann ich das eingebaute Mikrofon hernehmen, um eine Audiosuche zu machen, Musiktitel zu erkennen, über die Bing-Suche im Hintergrund und dann gleich in den Windows Phone Marketplace zu verlinken, um die Titel dann auch zu kaufen, wenn sie mir gefallen. Und unter dem Stichwort Bing Vision fallen solche Sachen wie QR-Code und Microsoft-Tag-Erkennung, Barcode-Erkennung, Buchtitel, CD-Cover, DVD-Cover-Erkennung und auch das Thema Texterkennung. Das heißt, ich kann mit der Bing-Applikation out of the box irgendwelche fremdsprachigen Texte erkennen, scannen lassen und dann auch gleich über Bing Translator übersetzen lassen, ohne dass ich eine Third-Party-Applikation brauche. Also das heißt, die Suche umfasst dann auch mehr Dinge des realen Lebens als heute eben nur normale Suchbegriffe. Der dritte Schwerpunkt ist natürlich das Thema Apps. Da tun wir viel rund um das Thema Multitasking, eine Möglichkeit, schneller zwischen App und Applikation zu wechseln, über sogenanntes Fast Application Switching und eine Möglichkeit, Hintergrundprozesse als Entwickler zu programmieren und zum Beispiel eine Musik oder einen Download im Hintergrund laufen zu lassen, über sogenannte Background Agents. Und auch der Windows Phone Marketplace bringt eine ganze Reihe Neuigkeiten, was das Publizieren betrifft. Und natürlich gibt es viele, viele neue APIs rund um Augmented Reality, Netzwerkkommunikation, lokale Datenbank, Möglichkeit Live-Tiles anzuprogrammieren und andere Szenarien. Also ganz, ganz viel, großes Paket für jeden was dabei. Ganz einfach, sich heute die Beta 2 des Windows Phone SDK 7.1, wie es jetzt offiziell heißt, runterzuladen auf dem App Hub unter create.msdn.com. Wenn er angemeldet ist im App Hub, dann kriegt er auch gleichzeitig oder hat schon bekommen eine Einladung, um auch das Windows Phone Mango OS auf seinem handelsüblichen, heute erhältlichen Telefon zu testen. Wir haben diese Einladungen begonnen rauszuschicken vor ungefähr 3 Wochen. Das heißt, es sind schon Tausende von Entwicklern draußen unterwegs, testen auf ihren aktuellen Geräten die Beta-Version von Windows Phone Mango, sind größtenteils sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr coole Kiste, weil wir auch sehr, sehr viele neue Szenarien rund um Augmented Reality und andere sehen werden. Da sind wir sehr, sehr happy. Wir haben jetzt zum ersten Mal nach dem Launch im letzten Jahr einen Hersteller an Bord, der dediziert als Smartphone-Plattform Windows Phone einsetzt.
nichts anderes daneben, was natürlich auch gewisse Chancen und Risiken für Nokia bedeutet. Wir beide Seiten, Nokia und Microsoft, arbeiten sehr, sehr intensiv im Moment zusammen, für die nächsten Monate und darüber hinaus zu planen, den Marktstart ordentlich in den Griff zu bekommen und auch natürlich die Entwicklergemeinde mitzunehmen, weil es gibt natürlich eine große Gemeinde von Entwicklern für die aktuelle Symbian-Plattform, die natürlich auch für Windows Phone 7 und Windows Phone Mango geschult werden möchten. Und darauf richten sich im Moment unsere Anstrengungen da, die ersten Schritte richtig zu machen und die Gemeinde mitzunehmen und quasi in das Microsoft-Ökosystem irgendwo einzubeziehen. Wir sind sehr, sehr happy über die Zusammenarbeit auch mit den deutschen Kollegen bei Nokia, die wir angefangen haben in den letzten Wochen. Das macht mich sehr, sehr zuverlässig. Das wird eine spannende Sache. Und wann wird es die ersten Geräte geben? Was glaubst du? Das hat Nokia mehr oder weniger schon durchblicken lassen. Ich denke, wir können damit rechnen, dass wir in diesem Jahr noch wenigstens ein Gerät auf dem Markt sehen werden. Mehr vielleicht. Offizielle Ankündigungen muss man abwarten. Das wird Nokia auf den entsprechenden Events dann tun. Ich gehe davon aus, dass die langsam, aber vernehmlich Fahrt aufnehmen werden und dann im nächsten Jahr die richtig große Anzahl von Geräten kommt.